Leider regnet es draußen. Naja, muss ein bisschen warten. Von Rosenheim fahre ich heute in die Alpen. Links des Inns flussaufwärts begleiten mich die Chiemgauer Alpen. Rechts des Inns die bayerischen Voralpen bis zur österreichischen Grenze. Bei Kufstein sehe ich dann östlich das Kaisergebirge mit dem Lahmen und dem Wilden Kaiser. Westlich begleiten mich dann die Brandenberger Alpen, wo ich übernachten werde. Vorbei am Happinger See verlasse ich Rosenheim. Vor mir kann ich schon das Kaisergebirge sehen, mit Wilden und Lahmen Kaiser. An einer bestimmten Stelle des Kaisergebirges erkennt man das Profil eines wie im Todesschlummer ruhenden Hauptes. Hier lässt das Volk Kaiser Karl den Großen im Tode ruhen. Die große Kaiserkrone sinkt ihm vom Haupte, die Hände hält er im Tode gefaltet. Überliefert wird, dass der vorbeireisende Kaiser Karl V. beim Anblick des Kaisergebirges ausgerufen habe: Lange, wenn ich es nicht mehr bin, wirst du noch Kaiser sein. Bei Kufstein beginnt das sogenannte österreichische Unterinntal. Der Grundstein für das Auracher Löchel in Kufstein wird im Jahr 1410 gelegt, als ein Stollen, das sogenannte Löchel, zur Lagerung von Eis tief in den Berg getrieben wird. Der erste Riedel, der mit hochwertigen Glaswaren handelte, ist Johann Christoph, geboren 1673. Er lebte in Pavlovice im Nordwesten Böhmens. Im frühen 18. Jahrhundert befanden sich dort Hochburgen des internationalen Handels mit böhmischem Kristall. 1723 wird er ermordet. Maximilian Riedel leitet 2020 das Familienunternehmen in der 11. Generation. So, jetzt geht's ums Quartier. In Oberlangkampfen an einem Brunnen mache ich Pause und suche nach einem Quartier. Doch in der Nähe ist leider nichts zu bekommen. Ich finde etwas in Embach. Embach liegt oben in den Brandenberger Alpen, also muss ich darauf. Eigentlich hatte der Gasthof geschlossen, doch die Wirtin war so nett und kochte mir noch tolle Tiroler Knödel. Bier gab's dazu. Zum Filmen hatte ich keine Lust mehr. Ich war müde.